In diesem Video bestimmen wir die Stammfunktion von Sinus Quadrat x und wir benutzen dazu die Technik der partiellen Integration. Also, wir möchten bestimmen das Integral von Sinus Quadrat x dx. Und auf der rechten Seite habe ich die Regel zur partiellen Integration nochmal aufgeschrieben, als Erinnerung. Die funktioniert also für Produkte. Einer der beiden Faktoren wird dann entsprechend abgeleitet und der andere integriert in dieser Regel. So, dazu müssen wir zuerst mal ein Produkt haben. Das ist aber nicht schwierig, weil Sinus Quadrat x, das sieht ja schon nach einem Produkt aus, weil das Sinus Quadrat ist ja Sinus mal Sinus. Das heißt, wir haben hier, das ist nichts anderes als das Integral von Sinus x mal Sinus x dx. Damit ist die Zuordnung auch ganz leicht, was unser f' und was unser g' ist. Das ist ja beides der Sinus. Also ich schreibe es einmal drunter. Das heißt, wir wissen, dass diese Funktion hier, die wollen wir entsprechend unserer Regel als f' von x bezeichnen. Und die andere ist dann entsprechend diese hier, dieser Sinus. Das ist dann g von x. So, und dann können wir die Regel anwenden. Die Regel sagt, wir brauchen f von x. Das heißt, wir brauchen die Stammfunktion von Sinus x. Und die Stammfunktion von Sinus x ist minus Cosinus x. Also minus Cosinus x. Und das hier, das ist f von x. Mal g von x. G von x ist aber Sinus x. Und deswegen ist das hier, das ist immer noch g von x. So, die Regel geht weiter. Minus dem Integral über f von x. F von x, wissen wir schon, ist minus Cosinus x mal g' von x. Also jetzt der Ableitung von Sinus x. Und die Ableitung von Sinus ist Cosinus. Also mal Cosinus x dx. Ich hoffe, darunter was ist. Wir haben hier minus Cosinus x. Das ist unser f von x. Und hier Cosinus x. Das ist unser g' von x. So, das Ganze sieht nicht so aus, als ob wir wirklich viel gewonnen haben. Ich passe einmal die Vorzeichen an, sodass es leichter zu lesen ist. Das ist also minus Cosinus x mal Sinus x. Dann das Minus kann man aus dem Integral rausziehen. Und deswegen ist es plus dem Integral von Cosinus Quadrat x dx. So, jetzt sind wir mit Sinus gestartet, Sinus Quadrat x gestartet, haben Cosinus Quadrat x bekommen. Das sieht nicht wirklich nach einer Verbesserung aus. Und das ist auch tatsächlich keine wirkliche Verbesserung. Aber wenn es uns gelingt, hier auf der rechten Seite, das Sinus Quadrat x nochmal herzustellen, dann könnten wir vielleicht etwas zusammenfassen. Und das ist auch genau die Idee, die wir machen würden. Wir versuchen, dieses Cosinus Quadrat x irgendwie durch Sinus Quadrat x herzustellen. Und dabei hilft uns der Satz des Pythagoras, weil nach dem Satz des Pythagoras ist, ich male das nochmal hier auf, Einheitskreis, da ist es so, dass wir hier ein rechtwinkliges Dreieck haben. Wir haben hier Cosinus x und wir haben hier entsprechend Sinus x. Das heißt, es gilt Cosinus Quadrat x plus Sinus Quadrat x ist 1, weil das Einheitskreis ist. Und deswegen können wir das Ganze hier umschreiben als minus Cosinus x mal Sinus x plus dem Integral von 1 minus Sinus Quadrat x dx. Und das können wir wieder ein bisschen vereinfachen zu minus Cosinus x mal Sinus x plus dem Integral über die 1 dx minus dem Integral über Sinus Quadrat x dx. Und jetzt sehen wir, dass wir mit Sinus Quadrat x gestartet sind und hier wieder Sinus Quadrat x wieder erhalten haben. Was wir jetzt also machen können ist, wir können dieses Sinus Quadrat x können wir auf die andere Seite bringen, unserer Gleichung, und zwar nach oben. Formal addieren wir einfach auf beiden Seiten das Integral von Sinus Quadrat x dx.
Das heißt, wir erhalten den Ausdruck 2 mal Integral von Sinus Quadrat x dx ist gleich minus Cosinus x mal Sinus x plus dem Integral von 1 dx. Und das Integral über die 1 können wir natürlich sofort bestimmen. Das heißt, das ist minus Cosinus x mal Sinus x plus x plus c, weil wir beliebige Stammfunktionen suchen. Und damit können wir dann auch direkt sagen, was die Stammfunktion von Sinus Quadrat x ist, indem wir einfach wieder durch 2 teilen. Das heißt, das Integral von Sinus Quadrat x dx ist gleich minus Cosinus x mal Sinus x plus x plus c durch 2 oder minus Cosinus x mal Sinus x plus x durch 2 plus irgendein C'. Falls wir so eine Form haben wollen, dass das Integral immer irgendein Ausdruck plus eine Konstante c ist, dann nennen wir es einfach C' und sagen, das ist unser altes c durch 2. Und damit haben wir die Stammfunktion von Sinus Quadrat x gefunden. Der Trick hierbei war, die partielle Integration so anzuwenden, dass wir mit dem Ausdruck starten, den irgendwann auf der rechten Seite wiedersehen, sodass wir den auf die andere Seite rüberbringen können, den dann links zweimal stehen haben und dann hinterher durch 2 teilen können. Und das war es auch schon für dieses Beispiel.